Okay. Bestes Rätsel. So spannend. Ich halt's kaum noch aus. Wow, das war spannend. Natürlich. Okay. Ist das schon vollständig? Ich bin mir unsicher. Was muss ich denn überhaupt machen? Verschiebe und drehe die Schlosselemente, um den roten Block freizulegen. Ah, okay, der rote Block muss hier unten raus, ja? Ist ja nicht so gut hier laufen, wa? Ich habe halt keine Ahnung, was ich hier tue, ne? Aber es ist schon okay. Alter, warum kann ich denn den Ring jetzt nicht drehen? Ist gerade weiter? Ich bin mir unsicher. Das war auch irgendwie eher doof, ne? Okay, ich habe das Gefühl, wir kommen langsam irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob ich dahin möchte, aber das war gar nicht so clever, oder? Aber wobei, geht eigentlich voll klar. Warum kann ich das Ding denn nicht bewegen? Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich das innere Ding nicht bewegen kann. Umstand. Steuerung macht mich wahnsinnig. So, Alter, was für ein Kackpuzzle. Holy shit.
Protest gehe ich jetzt zu der anderen Tür. Schlangensymbolen. Die Wand ist mit Dornen zugewuchert. Okay, da brauchen wir garantiert die Fackel für. This door is jammed. Let me try to squeeze through. Okay, wir schieben den Zwerg durch die Tür. Und er kommt zurück mit... einer Gartenschere. Wow. Okay, nachdem wir das geklärt hätten. Ich stecke auf ewig in einer Ecke fest und trotzdem bereise ich die Welt. Aber den Mais kann man noch essen. Was? Ich stecke auf ewig in einer Ecke fest und doch bereise ich die Welt? We come every night without being invited. We disappear every morning without being stolen. I'm far taller than any tree, and my roots go far deeper. Yet I never grow, and will never die. I fall down time and again from a great height. People run from me, yet I am always welcome. I bear a name that's not my own. Stand near me and weep. Lie near me and never leave. Was? Ich trage einen Namen, der nicht mir gehört? Stell dich neben mich und weine, liege neben mir und geh niemals. Was? First you throw away my outside and cook my inside. Then you eat my outside and throw away my inside. What? I stare at you, but I have no eyes. I grin and show my teeth. My appetite is endless. I consume everything I can reach. Yet a drink of... I have no eyes, yet I see. No ears, yet I hear. No tongue, yet I taste. No nose, yet I smell even the faintest odor. I slide in suddenly from the sea, creeping between your toes. Das war toll. Nicht. Es ist zu dunkel hier. Die Pilze leuchten nicht hell genug. Wir haben ein sich veränderndes Objekt gefunden. Können wir nicht irgendwo die Fackel anzünden? Warum muss ich das einzeln klicken? Warum... Okay, wir müssen erst die Fackel ankriegen. Okay, ich dachte, ich klicke einfach in diesen Haufen. Ich habe nicht gesehen, dass da was war, aber wir haben ein sich veränderndes Objekt gefunden. Wir haben garantiert schon was übersehen. Haben wir eigentlich die Streichhölzer noch? Nein. Was frage ich überhaupt? Okay, was haben wir da jetzt eingesammelt? So eine kleine mechanische Echse? War das jetzt eine Sammelfigur?
Okay, das war das Vieh offenbar. Gelange in die Festung. Ja, habe ich vor. Schmeißen wir einfach wieder mit Steinen. Das hat schon mal so gut funktioniert. Echt jetzt? Und aus einer macht drei Fackeln. Who's there? I can barely see anything. You, how very brave you are to have gotten so far. The dark magician enslaved my people for a long time. He had deceived us with the promise of eternal life. But how cruelly he cheated us. He locked me away in his prison, and now my harpies must serve him. But this does not matter. My rebirth cycle will start soon. The mage uses the people stolen from your village to create an army of monsters and conquer the lands north of the mountain. But you still can save your parents. And I beg you to save my people as well. Gott, wenn sie noch langsamer gesprochen hätte, wäre ich eingeschlafen. Ist aber auch eine spannende Geschichte. I can try to cure the Harpy Queen. I have almost everything I need with me. But I'm still missing some ingredients. Here, take this box. What? Hey, the room 4. Okay, wir müssen Pilze klein schneiden, dann. Magische, hey, Magic Mushrooms. Und noch ein Backstein. Davon haben wir ja noch nicht genug. Wenn ich Wasser brauche, weiß ich, wo ich welches finde. Na, wie gut, dass die Schlange aus magnetischem Metall war. Hier geht nichts? Ich bin enttäuscht. Zauberbeeren. Das ist ganz klar. Pilze. Oh, okay, da kommen die Beeren rein. Ich verstehe. Erstmal schön Kaba Waldfrucht. Das Beste. So, was machen wir jetzt? Nicht? Ach so, jetzt. Hä? Jetzt schütten wir den Sifter rein. Okay, verstanden. Sag mal, wir schütten den Sifter rein. Dann setzen wir halt erst den Korken oben drauf. Ist völlig egal. Sag mal. Sag mal.
Okay, ich klicke halt nicht auf die Teile, wo es ran muss, sondern irgendwo dazwischen. Das ist vollkommen klar. So, was ist das jetzt? Ein Elixier, ja. Noch präziser hätte man es nicht beschreiben können. You tried to save me from death, and I'm grateful for your kindness. But human magic is powerless to stop our cycle. Hätte sie das nicht vorsagen können, dann hätten wir uns den ganzen Scheiß sparen können. Feuerwerk, Feuerwerk! Wow, die ein dickes Ei. Finde den Magier. Hier. Okay, der Eiertanz ist vorbei, glaube ich. Wir gehen mal hier hin. Wow, ist das schön bunt. Hier fehlt ein Treibriemen. Natürlich, sehe ich sofort. Ich hatte noch 3 Backsteine im Angebot. Hilft das? Lass mich raten. Es ist so bescheuert. Nee, ich kann auch auf gar keinen Fall mit dem Hammer gegen die Glocke, und das funktioniert so nicht. Was? Wo kommt denn jetzt ein Wimmelbild her? Das ist doch bestimmt der Klöppel, den wir am Ende mitnehmen, oder? Ein Glasauge brauchen wir auf jeden Fall. Gabel, Schnalle, Drachenschädel. Das ist die Schnalle. Federhorn, Pilz, Hufeisen, Siegerkranz. Ist das die Feder? Nein. Das ist der Drachenschädel. Pilz, Hufeisen, Siegerkranz. Brauchen wir einen Kelch? Brauchen auf jeden Fall eine Sanduhr und eine Spielkarte. Hier ist die Spielkarte. Mit dem Schlüssel öffnen wir die Truhe. Da drin ist die Sanduhr. Got it. So. Siegerkranz. Ist das das Ding? Okay. Das Hufeisen ist hier. Feder steckt nicht. Okay, ist einfach nur ein schartiges Schwert. Ich dachte, die Feder liegt hier direkt drüber. Gabel, Panzerhandschuh, den habe ich doch auch gerade schon irgendwo gesehen. Hier, liegt die ganze Zeit rum. Schön Frostbrand, macht ordentlich Mana. Horn, das ist das Ding. Feder, Pilz und Gabel. Hier ist der Pilz. Ist die Gabel aus Holz? Nein, die Gabel ist im alten Landhausstil. Okay. Und eine Feder, die ich... Ist natürlich eine Metallfeder, ganz klar. Natürlich. Leerer Eimer. Was hat das jetzt gemacht? Aber wir können jetzt darüber. Runtime Error. Program Darkheart Flight of the Harpies Darkheart Exer. This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application support team for more information. Gut. Kann das Spiel halt auch einfach mal abstürzen.